Der Tag des Denkmals warf in Laxenburg in diesem Jahr ein Licht auf die kleineren Ruinen. Das Haus der Launen im Schlosspark bietet eine faszinierende Geschichte und diese wurde im Rahmen einer Führung in den Mittelpunkt gerückt. Am Tag des Denkmals konnte das Haus der Laune im Schlosspark Laxenburg im Rahmen einer Führung besichtigt werden. Nach den Entwürfen von Architekt Johann Ferdinand Hetzendorf von Hohenberg wurde dieses einzigartige Gebäude errichtet. Der Schlosspark ist natürlich als großer Landschaftspark bekannt mit all seinen Vorteilen, mit den großen Wiesenflächen, Waldgruppen. Aber hier verstecken sich jede Menge interessante Details, jede Menge interessanter Denkmäler, die natürlich eine oft hochinteressante Geschichte aufweisen. Die im Zweiten Weltkrieg zerstörte Ruine wird nun durch das Bundesdenkmalamt, das Land Niederösterreich und das Schloss Laxenburg-Gessenbeha gesichert und öffentlich zugänglich gemacht. Das Haus der Laune war ein hochinteressantes Gebäude, geht zurück auf den Kaiser Franz und seine zweite Frau, die Marie-Therese von Neapel-Sizilien. Ja, es war mehr oder weniger, um dem oft stressigen Alltag zu entkommen, ein, wie der Name schon sagt, launenhaftes Haus. Es hat drinnen ein Musikzimmer gegeben, ein Kupferstichkabinett. Es hat eine verkehrte Welt gegeben, wie zum Beispiel einem Weinkeller oben im Dachboden. Lange Rede, kurzer Sinn, es war zur Zerstreuung der kaiserlichen Familie hier in Laxenburg ein, wenn man so will, Kunstkuriosum. Und das Ganze nur für wenige Jahre, denn 1809 unter den französischen Truppen wurde es bereits wieder zerstört, um dann als Lusthaus im Eichenhain weiter existieren zu können. Der Tag des Denkmals lädt ein auf eine kulturgeschichtliche Reise durch die Denkmallandschaft Österreichs. Heute haben wir zwei Führungen. Die erste Führung waren schon sehr viele hochinteressierte Personen anwesend. Jetzt, das Wetter ist uns ja gut gesonnen am heutigen Tag, gehe ich davon aus, dass die zweite Führung ebenso gut besucht sein wird. Wir müssen auch darauf schauen, ein bisschen ein Gespür in der Bevölkerung für diese Denkmäler zu erzeugen. Denn natürlich, die Instandhaltung kostet jede Menge Geld. Geld, das unter anderem durch die Eintrittsgelder hier zustande kommt. Also wir wollen auch unseren Besucherinnen und Besuchern präsentieren, welche oft einzigartigen Baudenkmäler hier mit den Eintrittsgeldern dann instand gehalten werden können. Für dieses Jahr mag es vorbei sein mit Bootfahren und Eisessen, aber der goldene Herbst lädt auch diesmal in den Schlosspark mit seinen großen Bauwerken, aber auch dem einen oder anderen Kleinod. Einfach die Sensibilität auf die Kleindenkmäler, auf unbekanntere Museen, auf kleinere Unikate, die es in Österreich gibt, zu lenken, denn oftmals die großen Aushängeschilder, die weltweit bekannt sind, werfen oft einen großen Schatten auf kleine Denkmäler. Und da sind solche Aktionen wie der Tag des Denkmals, glaube ich, eine ganz wichtige Institution geworden.